Leute und herzlich willkommen zu dem nächsten Part von Let's Play Metro 2033. Wir sind immer noch in einem russischen Tiger unterwegs. Ich bin aber nicht alleine hier. Ich habe nämlich einen Gast mitgebracht, wie ich es ja letzte Folge besprochen hatte. Sag mal hallo. Oi. Auf Portugiesisch unterwegs. Natürlich. Ja, da ich ja so ein Schisser bin, ja, traue ich mich hier nicht durch. Aber ich habe jetzt einen Kumpan dabei. Ich werde mir immer noch vielleicht die Brose ein paar Tröpfchen ablassen, aber wenigstens kein Fluss. Also, wir fangen dann mal an. Wir sind ja hier noch draußen. Wir müssen immer noch aufpassen, dass diese komischen riesigen Viecher uns da nicht erwischen. Wir müssen in das Haus reingehen. Weißt du schon, was uns hier erwartet? Ehrlich gesagt, nein. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Muss auch sehen, wie das hier so jetzt hier so ankommt. Ne? Also, er ist live dabei. Also, ich kann mich erinnern, dass wenn ich hier jetzt gleich ganz kurz auch nur reingehe, dass hier sofort gleich einer lange rankommt. Nee. Okay. Ja, wir sind heute noch ganz lieb dabei, Spiel, wa? Ja, wir sind heute noch ganz lieb, wie es aussieht. Ich hab das auch mal, also Kimon war mal hier, der Daniel kennt den ja. Ja, ja. Und als ich das mit Kimon gespielt habe, wir haben sehr schöne, viele witzige Aufnahmen, wie ich mich hier eingekackt habe, bei dieser Stage. Da zum Beispiel. Und ihr müsst euch vorstellen, ich bin weitergelaufen. Ich stand da vorne wahrscheinlich und der kam da um die Ecke gesprungen. Deswegen hatte ich keine Lust auf diese Stage. Ich habe jetzt auch keine Lust, da lang zu gehen, um ehrlich zu sein. Boah, Alter, ich will da echt nicht lang. Weißt du was, Geronimo? Okay. Wenn einer jetzt hinter mir ist, dann greift er mich an. Dann erschrecke ich mich nicht so doll, wie als wenn ich in die Augen schaue. Ich laufe mal rückwärts sein. Ich will mich nicht drehen. Ah, da liegt noch eine Medikit. Siehst du alles, Daniel? Natürlich. Alles durfte ich. Nicht, dass du irgendwas nicht siehst und ich mich dann irgendwie noch von wegbewegen sollte oder so. Weil dann mache ich dir natürlich noch mehr Platz. Dann siehst du natürlich auch die Action. Nee, Quatsch. Ich will mich echt nicht umdrehen. Warte mal. Boah! Okay. Soll ich eine Flashlight rausholen? Ich weiß nicht, ob das die Monster anlockt. Kann ich dir nicht genau sagen. Ich habe keinen Plan. Sitzt da oben einer? Nee, ich glaube nicht. Boah, ich habe echt keine Lust. Weißt du, wieso habe ich mit diesem Projekt angefangen? Los! Okay, hier kommt nichts. Glücklicherweise kommt hier nichts. Boah, Alter, ich habe keine Lust jetzt mit diesen paar Bewegt sich da was? Hast du das? Ja, das kurz sagen. Ist der Baum. Treppen hochlaufen in solchen Spielen, ne? Das ist ja immer so eine Sache für sich. Ich glaube, so wenn ich jetzt Hälfte da sein werde, kommt hier einer um die Ecke gesprungen. Stell dir vor, es wäre Minecraft. Okay, ich habe jetzt ein paar Blöcke in der Hand und baue mir jetzt mein Haus zusammen. Also wollen wir nach oben gehen und uns. Ne! Bitte? Okay, ich sehe nichts. What the fuck? Was geht denn jetzt ab? Retten? Wir können hier leider keinen Spielsound gerade hören, weil wir wollen halt, dass wir beide hier. Leute, ich dachte gerade. Weil wir wollen beide ja reden können, also dass ihr uns beide halt hören könnt. Deswegen, ne, ich will mich nicht umdrehen. Da steht doch jetzt Safe Call einer hinter mir, der mich jetzt gleich angreifen wird. Och nö, wisst ihr was? Da habe ich jetzt echt keine Lust drauf. Daniel, du spielst gleich. Hä, bitte? Ich laufe mal rückwärts durch die Gegend. Ich glaube, da kommt jetzt gleich einer um die Ecke gelaufen oder so. Nö. Oh, was? Ne. Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Ich hole mir eben ganz kurz mein Journal raus. Ich muss also geradeaus. Okay, ich bin wieder falsch gelaufen. Ja, ist auch wieder schön. Ich liebe das ja, wenn man falsch läuft. Kennt man ja. Hier muss ich lange, kann ich mich dran erinnern. Richtig, ich muss hier lange dann hier durch. Ja, oh. Ne, oder? Bin ich falsch? Bitte lass mich nicht falsch sein, bitte. Oh Herr, wenn es einen Gott da draußen gibt, Babaji, dann lass mich jetzt keinen Fehler gemacht haben. Oh, richtig schockant. Die nehme ich nicht, weil ich habe schon da oben so eine hier. Ah ja. Die würde ich dann nur tauschen können. Oh, scheiße, das wollte ich nicht. Ey, ich verstehe schon. So ein paar Messer, das ist sehr gut. Ich habe hier so ein bisschen was gelootet. Alter, die Stage hatte ich krasser in Erinnerung, als sie jetzt gerade ist. Will ich da nicht hoch, ne? Ah, ich muss ja auch gar nicht hoch, wa? Bin ich jetzt falsch gelaufen? Wo muss ich denn jetzt lang? Scheinbar ist hier nichts. Kann ich hier durch? Ne, kann ich nicht. Oh, ja, das ist so auch sehr gut. Aber hier komme ich ja nicht wieder zurück. Was habe ich getan? Spielhilfe? Journal? Alter, halt mal den Ohren, das Headset dran, Alter. Was sind das für Geräusche? Hilfe! Ich klapp an. Hörst du mal an? Warte. Okay. Da war gerade so ein. Ja, ich hab das sogar bis hierhin gehört. Was war das denn? Och nö, wisst ihr was? Das muss jetzt. Oh!
Hallo! Bin ich hier falsch? Oh, ich wollte euch nicht stören. Das tut mir jetzt echt leid. Ihr seht mich doch überhaupt nicht, oder? Was tun, was nun? Alter, was sind das für Geräusche? Ey, leck mich am Arsch. Was habe ich mir für ein Let's Play hier ausgesucht? Nee. Seh ich nicht. Da wäre ich mir nicht so sicher, ob die mich jetzt auch noch hören. Ich stehe mal hin zu dir. Nee, du hast mich nicht gesehen. Soll ich die abknallen? Keine Ahnung. Ich glaube, wenn ich die jetzt anschieße. Alter, was ist das hier für eine Patrouille? Ich dachte, ich bin hier gegen irgendwelche komischen Monster-Kreaturen und die patrouillieren hier für irgendwelche komischen Streitkräfte. Ne! Du Arschloch! Alter, du bist auch echt ne! Ja, jetzt irgendwie hier was. Ne, das werden ja immer mehr. Och, du heilige Scheiße, wenn es einen Gott hier draußen gibt, dann brauche ich den jetzt. Ach, du heilige Mutter Maria, ich glaube, ich bin tot. Ich bin tot, hey! Nochmal ein bisschen schnibbeln gehen? Ne? Schnibbeln gehen, habe ich gesagt. Medikit, bitte. Bitte, Medikit, bitte. Zack, boom, und da bin ich drin. Heilige Scheiße, das war gar nicht mal so schlimm, wie ich mir das eigentlich erwartet habe. Weil ich spiele eigentlich, als ich das mit Kimon gespielt habe, habe ich auf Schwierigkeit leicht gespielt. Und ich spiele jetzt auf Mittel. So. War doch gar nicht mal so übel. Ich bin im Kreis gelaufen. Ich bin doch wieder da, wo ich am Anfang war. Och, willst du mich veräumeln? Nee, das ist doch jetzt... Och, das ist doch jetzt nicht wahr. Ich bin echt im Kreis gelaufen. Och, ich hasse euch dummen Viecher. Ist noch einer? Ist das keiner? Ah, der ist schon tot. Ach, klar. Lol. Ach so, der du gesehen hast. Okay. Okay. Ach du Heilige. Jetzt sollte ich die alle tot haben, oder? Also ich will mich da jetzt nicht irgendwie auf irgendwelchen Lore-Blättern festlegen oder so, aber... Hier komme ich nicht lang. Kann ich die Tür öffnen? Nee, kann ich nicht. Ich will mich jetzt nicht auf meinen Lore-Blättern ausruhen, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich die alle jetzt besiegt habe. Ich habe irgendwie keine Lust, Licht zu verwenden, weil dann sehe ich mehr, als ich eigentlich will. Ich muss irgend so ein... Also, ich soll zu irgend so einem Schacht. Mehr habe ich nicht mitgekriegt. Hier ist ja ein Schacht, aber der Pfeil sagt... nee, Marcel. Ach, hier raus! Oh. Hey, lol. Oh, ich hasse mein Leben. Oh, ich hätte hier einfach nur rausgemisst. Kann ich hier? Nein, ich kann natürlich nicht abkürzen. Wehe, ihr kommt hinterher, ja? Ihr könnt ruhig da bleiben. Ganz kurz meine Taschen aber noch ein bisschen auffüllen. Ja, jetzt brauche ich auch keine Lampe mehr. So, wo muss ich jetzt lang? Ich bleibe einfach mal bei meinem Journal. Ich soll hier lang, okay. Moin. Oh, wieso seht ihr mich alle? Habt ihr einen Spürsinn dafür? Rieche ich echt so schlimm? Er sieht dich nicht, Mann. Ich kann ihn noch nicht mal abschießen. Ja. Eine kleine Reichweite. Alter, was? Woher kommt der? Woher, was? Nee. So machen wir es aber nicht, ne? Hallo, das ist hier 3 gegen 1. Wisst ihr, wie unfair das ist? Man hat so im Kindergarten gelernt, dass unfaire Situationen nicht für den Alltag geeignet sind. Leute, kennt ihr eigentlich das Wort Gleichberechtigung? Anscheinend ja wohl nicht, ne? Schon nie aufgepasst anscheinend. Ja, dann schnibbel ich heute tot. Hier, guck mal her hier. Heute gibt's... ich will Geschnitzeltes haben, hallo. Guck mal, jetzt krieg ich was Schönes zu essen gleich raus. Pass auf, die geben mir was. Hallo, lassen die sich überhaupt häuten oder was? Häuten. Alter, seid ihr hartnäckige Wichte. Ja, komm, das down. Was muss ich denn jetzt sagen? Erstmal Filter wechseln. Ich wusste nicht mehr, wo die Tastenkombination für Filter wechseln war. Oh, okay. 9 Minuten schon drin und die Hose ist noch leer. Das ist schon mal ein Erfolg. Ich muss wieder in Häuser rein. Das ist ja immer was mir irgendwie überhaupt nicht gefällt. Hey, Alter! Ich dachte, der wäre tot! Du müsstest jetzt noch so in der Aufnahme so ein Xbox Achievement so einbauen. Empty Pants. Empty Pants. Ja, besser wär's, ne? Die Idee ist nicht schlecht, aber ich nehme ein Let's Play auf. Würde ich sowas wie PewDiePie machen oder so, wo ich 7-minütige Clips da hochlade, gerne. Aber nur so. War auch eine coole Idee, muss man dir lassen. Hm. So, hier gibt's doch wahrscheinlich irgendjemand, der gestorben ist, das war so klar. Das ist so ein typischer Metro-Lootplatz. Weißt du, so ein Truck, der auf ist, ist klar, dass man sich was looten kann. Was sind eigentlich diese 5mm Kugeln? Wofür ist das geeignet, Alter? Für Schrotflinten oder? Wieso wird das... Er kann den Tod aufhalten. Naja.
Och nö. Meinst du den hier oder was? Der kann doch nicht den Tod aufhalten, der wird mich töten. Ein Spielplatz. Ach du heilige Kacke, was passiert denn jetzt? Cutscene! Oh, ich muss meine Klappe halten, oder was? Ah ne, das wird ja nicht gerabert. Ah, kann ich hier abschießen? Boom! Oha, du! Oh, oh, scheiße! War das... Oh nee! Seid ihr die Kinder, die ich abgeschossen hab? Tut mir echt leid, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ja, scheinbar. Och Leute, das wollte ich nicht. Ich dachte, ich wäre in der Traumwelt. War da nicht gerade noch einer, der irgendwie durch die Gegend gerade gejumpt ist? Oder kam der hierher? Nee, 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 nee. Ich vertraue dir einfach mal jetzt, ne? Hab ich einfach mal das Kind getötet. Ja, das ist kein... Hä? War das gerade immer noch so rot getünkt? Getüncht? Ah, hier wieder was zu looten. Für uns. Loot für die Welt. Wo muss ich denn jetzt lang? John Al, helf mir mal bitte. Kann man hier lang oder was? Ach, ich muss schon wieder in ein Haus rein. Das will ich ja echt nicht, ne? Oh. Ich glaube, man merkt, dass ich nicht in Häuser will. Alter. Es wird wieder so rot. Was sind das? Was sind schon Häuser? Häuser braucht kein Schwein. Habe ich jetzt schon, bin ich jetzt, ja, bin ich jetzt schon so verwischt hier, dass... Ihr kleinen, miesen Motherfucker. Och, könnt ihr nicht woanders Wurzeln schlagen gehen? Ey. Ich renne einfach mal raus. Geht das überhaupt? Ja. Bum, 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 bum. Weg bist du. Und ich renne weiter. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ich will auch gar nicht hinter mir gucken, weil da sind andere Gegner. Ich will einfach wegrennen. Ich will einfach wegrennen, habe ich gesagt. Ich brauche... Nein, wieso zündest du? Was machst du? Nein, 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 nein. Hör das, wenn ihr... Och, du kannst... Nein, ach. Oh nein. Ich glaube, wir sind tot. Ja. Also dieses nette Gesicht hat uns freundlich darauf hingewiesen. Den Druck im Tank einer Luftdruckwaffe können Sie ablesen, wenn Sie auf die Druckanzeige schauen. Oh, das ist ja... Nein, weiter. Okay, wir sind wieder hier. Wir sind gar nicht mal allzu weit weg. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Wonach sieht der aus? Komm, du kommst ja aus Russland, Daniel, ne? Sag mal. Der scheint arm zu sein. Hm? Ja? Ja, natürlich. Das sind die typischen russischen Armutskinder. Ja, wer sei denn, der hat so einen Stil. Ne? Ja, okay, das kann natürlich auch gut sein. Da hast du natürlich recht. Journal sagt mir, ich soll hier langlaufen. Ich weiß aber immer noch nicht... Ne, sag mir nicht, ich muss da unten in die Metro oder was? Nee. Oh doch, anscheinend schon. Hier gibt's was zu looten. Ja, cool. Frank. Das nehme ich direkt mal mit. Hä, ich will diesen Filter haben. Ah, egal, nee, ist ja auch egal. Anscheinend muss ich... Euch habe ich ja vermisst, wisst ihr das? Och, geh doch weg. Geh doch weg. Jetzt rennen sie weg. Ja, mein Gott. Wenn sie Angst haben, darum muss ich mich ja nicht kümmern. Wie viele Stück waren das? Fünf? Ich glaube schon. Ich sollte die Gasmaske wechseln, die ist gleich kaputt. Und wenn ich hier in dieser freien Natur, wo alles radioaktiv verstrahlt ist, ohne Gasmaske rumlatsch, schlechte Karten. Sehr schlechte Karten. Also switche ich die mal ganz kurz. Ich hoffe, die ist heile von ihm. Das wäre jetzt ganz gut. Ah, relativ. Ja, egal, ist auf jeden Fall besser als unsere. Muss ich hier lang? Ne, ich muss da lang. Ach, da ist eine Treppe, gut. Puh, Progress, Progress, Progress. Wir kommen ja weiter, wenn... Och nö. Den kann man ja nicht töten. Der Bourbon hat uns ja davor gewarnt, dass wir die meiden sollen. Ich warte einfach mal, bis der weg ist. Vielleicht fliegt er ja gleich weg. Ich hoffe, er fliegt weg. Ich hoffe. Ich will nicht gegen ihn kämpfen. Der soll halt extrem stark sein, laut Bourbon. Okay. Das ist so ein Typen, den wir hier verloren haben, weil genau hier ist, wir sind so auf so ein Auto gesprungen und das Auto ist weggerutscht. Ins Wasser. Und jetzt mussten wir uns außen herum hier rumschlagen und Bourbon hat gesagt, ich soll die eigentlich meiden, aber. Oh mein Gott. YOLO, ne? Vielleicht doch nicht YOLO, ne? Okay, der rennt von mir weg. Hat er dich mit Flügeln geschlagen? Ja. Was? Ja. Ich denke, das war das, was er gerade getan hat. Ich muss jetzt nicht wieder in ein Haus reingehen, oder? Och nö, da oben muss ich jetzt in ein Haus rein. Alter, ey, ich bin so froh, wenn ich über diese... Hier sind andere Menschen. Eine Stolperfalle. Gut, dass ich die entschärfen kann. Ich habe eine Dynamitstange bekommen. Okay. Hier ist noch eine Falle. Scheiße, hier sind andere Menschen. Das gefällt mir nicht. Menschen gefallen mir nicht. Ich mag Menschen nicht. Wie das jetzt da unten einer steht und mich jetzt die ganze Zeit hier... Hallo, ist das ein Lichtsignal hier runter? Hm? SOS! SOS, ein Dreck. Was hab ich jetzt gemacht? Ach, Filter. Das ist ja, ja. Gut, das war schon mal geschafft. Ach, du heilige Mutter Maria! Da gehe ich mal unten durch. Was ist das hier, Pilze? Sehe ich Pfeil. Ja, ich glaube auch. Pfeil, ja. Noch eine... Da hinten ist Licht. Da sind... Ja, da sind andere Menschen.
Und dann höre ich die. Die schießen auf mich. Die schießen auf mich. Ich habe gerade einen Schuss gehört. Vielleicht schießen sie sich gegenseitig ab. Ja. Vielleicht sind sie so blöd wie die Minecraft-Skelette, ne? Ich wollte nur mal Hallo sagen. Ich bin auf Ausreise hier. Hä? Willst du mich verarschen? Lassen die das einfach frei hier? Ja, mein Gott, ne? Loot für mich. Hier ist ein Audiolog. Ja, ja, ich lasse gerade einen Audiolog laufen. Ich halte mal meine Klappe. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was er gesagt hat, weil ich habe mein Headset ja nicht auf. Ich hoffe, das war irgendeine wichtige Information. Oh gut, hier ist einfach nur eine okay, sehr geile Texturen hier. Ach du Kacke, hier war ja auch irgendwie eine Stolperfalle, ne? Muss ich schon genau da. Die entschärfe ich mal ganz kurz. Munition gekriegt. Was? Achso, ja, hier ist. Oh nein. Die hören mich. Ach, deswegen hat wahrscheinlich jemand auf mich geschossen, weil er das hier gehört hat. Das sind so diese Geräuschfallen, sodass die mich halt hören können. Alter, die Falle ist aber auch mies. Ich kann mich erinnern, genau im letzten Part bin ich in so eine Falle reingelaufen. Ja, ja. Da. Ich war leise, weil Bourbon geredet hat. Auf einmal so. Pff, hört man nur noch so. Ich musste mein Lachen leicht verkrampfen. Warum kannst du die nicht einstellen? Ich weiß gar nicht, wie ich die abstellen kann. Wie soll ich das machen? Soll ich dieses Holz. Ach, neue Welt wird geladen. Okay, ich mute mich. Ich dachte, das wäre jetzt ein neues Kapitel wieder gewesen, aber der labert gar nicht. Normalerweise war das immer ein Indiz dafür, dass ein neues Kapitel gestartet wird. Okay. Aber das wird jetzt eine neue Welt geladen. Okay. Das ist anscheinend auch ein. Nee, das ist ein Soldat, oder? Ja, der hat schon einen sehr freshen Style drauf. Also. Muss man ihn wissen. Ja. Der hat sich schick gekleidet. So, gehen wir hinten rum oder vorne? Was sagst du? Oh, nicht seine Knarre. Ja, weil die muss ich dann wieder tauschen. Nee, die habe ich ja schon. Das ist die hier. Genau die hier ist das. Geheim. Das ist genau die hier. Also. Die überhitzt sehr schnell, deswegen wird die auch. Wie wird die nochmal genannt? Genau, die Bastardgewehr. Genau, Bastardgewehr ist die, weil sie schnell überhitzt. Hm. Hinten oder vorne? Also hier vorne oder hinten? Hm? Sagen wir vorne. Vorne, gut. Vorne ist besser, da wird man gerne genommen. Ah. Der kam flach. Der tat schon ein bisschen weh, ne? Ach, ich kriege ja Schaden, weil. Ja, okay. Gut. Hier ist Munition. Okay, dann gehe ich mal hier lang. Aha, hier sind aber keine Menschen. Wer hat denn vorhin auf mich geschossen? Warum haben sie rot teilweise ein bisschen? Ja, weil ich hier durch radioaktives Wasser laufe manchmal. Aha. Weil ich sag dir, das ist nicht gesund, wie man sich es vorstellen kann. Ich glaube, ich bin sogar richtig. Ja, ich bin. Nee, ich bin nicht richtig gelaufen, oder? Ich weiß nicht. Ich laufe einfach mal diesen Weg hier entlang. Ich traue dem Daniel einfach mal mit seiner Wegweise. Er kennt sich ja in Russland ein bisschen besser aus als ich. Natürlich, also da sieht es genauso aus. Also, ja? Ich bin so in so einem Wurzelgestrüpp bin ich aufgewachsen. Ja. Kennt man ja. Klar, in Russland ist das doch, bekannt dafür, oder nicht? Was habe ich denn jetzt getan? Ach, die Gas. Wälder sind schön, ja. Ja, ja, die Wälder sind echt hübsch, ne? Hm. Gebe ich dir recht. Ach, Bourbon, wir haben ihn wiedergefunden. Bourbon, hi. Du lebst ja noch. Ich dachte, du wärst auch schon gefressen worden, aber der lebt ja noch. Du hast mich zu Tode erschreckt. Willst du mich verarschen, Alter? Weißt du, was mich zu Tode erschreckt hat? Ich bin durch fucking Gebäude gelaufen, wo irgendwelche komischen schwarzen Viecher auf mich gewartet haben. Das hat mich erschrocken. Gut gemacht, ja, Alter. Werd mal nicht großkotzig. Das wär. Oh, ups, das soll ich gerade. Ah, jetzt steht wieder ein radioaktiven Kacke drin. Alter, ich hab die Schnauze voll von diesen Bestien hier, ey. Aha. Ja, wollen wir mal weiterlaufen? Ich renn einfach mal vor, weil du ja einfach keine Lust hast. Du hast hier einfach keinen Bock. Lauf ich mal vor. Okay, jetzt kannst du meinetwegen vorlaufen, weil. Ich weiß, wieso er sich versteckt. Da ist der Mist, gell, ja. Ja, der hat mich davor gewarnt halt. Ja, genau. Soll ich nicht nehmen. Ist böse. Er kennt die Situation. Ich glaube, das Viech, okay, wir können mal weiter. Bourbon, der sieht dich. Okay, so vielleicht nicht. Ist der über mich rübergeflogen? Wo ist das Viech? Ach du Heilige. Bourbon, ja, da bin ich auch für. Wo läufst denn du jetzt lang? Hä? Sag mal, hast du Orientierungsprobleme oder was? Ich kann nichts hören, nein. Ich habe mein Headset nicht auf. Ist ein Audio los. Okay. Jetzt sag mir nicht, da kommt jetzt irgendwie so eine Horde. Du bist echt ein Arschloch, ne? Da habe ich es auch noch predicted, dass hier so eine Horde von diesen komischen schwarzen Viechern wiederkommt.
Das war natürlich so klar. Ist kein gelben Schnee, was hat der für Probleme? Wir sind hier gegen irgendwelche Mutanten und er sagt, ist kein gelben Schnee, da habe ich reingepinkelt. Meine Fresse. Ich nehme mal lieber hier. Ach, eine Dynamitstange, hier. Schmeckt das? Die hast du auch noch. Ach, die fliegt ja weit. Wow. Ich glaube sogar ich kann weiter werfen als der Vogel. Ja. Na, wie schmeckt euch das hier, hä? Ich wollte die gerade loswerfen. Ich kann sogar stechen mit dem Wurfmesser. Komm, geh drauf. Ach du heilige Kacke, da kommen ja noch mehr. Nee. Ich habe kein Minipack mehr, sehe ich gerade. Ach nö. Wieso gehst du zu ihm? Der ist doch viel näher. Was ist das denn jetzt? Hä? Der steht jetzt doof da herum oder was? Bist jetzt eine Schaufensterpuppe geworden oder was? Digitierst du dich jetzt? Ach du Scheiße. Ich nehme die Bastardwaffe. Die hat mehr Munition. Wieso zielen, wenn man auch so schießen kann, ne? Ach du, ne, jetzt kommt der auch noch. Volle Kraft voraus, Archon mir nach. Ja, das ist auch mir lieber, ey. Lauf doch. Oh. Babaji sei Dank, ey. Ja, komm, ich zieh dich mit hoch. Wir wollen nicht beide noch verrecken, Alter. Das wäre ja noch... Huh. Schau vor, der verreckt. Oh, neues Kapitel, jetzt geht's los. Als wir in den Untergrund gingen, erschreckte es mich, dass meine Stadt nun ein fremder und feindlicher Ort war. Ich hatte mich hier sicher gefühlt, in der Dunkelheit der Metro. Umso mehr, als Bourbon behauptete, er hätte in der trockenen Station Freunde. Ja, und so viel dann zu dem nächsten, oder so viel zu diesem Part von Let's Play Metro. Ich hoffe, euch hat dieser Part hier wieder gefallen. Also, mir hat's. Das ist gut. Das hört sich gut an, dass dir dieser Part hier gefallen hat. Daniel, ich werde jetzt eine lange Nacht noch haben. Ja. Ich wünsche euch auch eine lange Nacht. Eine schöne Nacht vor allem. Schlaft gut, Kinder. Ja, schlaft gut. Hört auf den Sandmann. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss, tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis dann.